Selbstbräunungsprodukte. Ist das ein Lip Liner? Aber wie süß die einfach sind. Riech mal. Oh ja, das riecht richtig gut. Ich glaube, das nehme ich nochmal mit. Ja. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute vor Rossmann und werden jetzt auch einmal direkt reingehen, weil hier sonst zu viele Kunden schon draußen sind. Auch direkt schon einmal einen Korb geschnappt, denn ihr hattet euch ja immer mal gewünscht, dass ich auch zu Rossmann gehe, statt zu DM. Und das machen wir heute und stehen mal nach ein paar Neuheiten. Also es wird ein kleines Shop-With-Me-Video. Das letzte hat euch ja nämlich sehr gut gefallen. Und ich habe eben schon die Aufsteller von Harry Potter gesehen. Es gibt ja tatsächlich Hogwarts-Parfüms und ich finde, also um ehrlich zu sein, ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan, aber es wird ja wirklich alles irgendwie zu Harry Potter gemacht, was geht. Also es gibt ja, glaube ich, die meisten Merch von Harry Potter, habe ich das Gefühl. Ich will aber trotzdem einmal dran riechen. Es gibt hier die verschiedenen Häuser, weil ich jetzt nicht wirklich weiß, wofür rosa steht, weil ein rosanes Haus gab es ja nicht. Magical Essence Passion. Okay, ich schnuppe jetzt einfach mal dran. Oh, das riecht gut. In Ordnung, aber nicht so gut. Es riecht sehr süß und so sehr, sehr, sehr süß, beißend schon fast. Oh, das Rote ist sehr schön. Hier riecht man richtig Himbeere raus, finde ich. Und jetzt kommen die dunklen Parfüms. Die erinnern mich so voll an Snape. Oh, ah, das sind Männerparfüms. Ich finde, das riecht so ein bisschen wie Boss fast. Oh, das riecht aber... Ja, sind in Ordnung. Würde ich mir jetzt aber nicht kaufen, auch wenn ich ein großer Harry Potter Fan bin, aber ist auf jeden Fall witzig. Also für so richtige Sammler, früher hätte ich mir die tatsächlich noch wahrscheinlich in mein Sammelzimmer gestellt. So, wir gucken hier mal nach neuen Deos. Hier hat Isana ja auch immer richtig schöne, finde ich. Das Mango Deo kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Das würde ich jetzt tatsächlich einmal mitnehmen. Es gibt hier jetzt leider keinen Tester, deswegen sprühe ich jetzt auch nicht. Oh, es gibt sogar Pure, Paris kenne ich. Das hatte ich tatsächlich schon mal, das fand ich in Ordnung. Ich glaube, Mango nehme ich jetzt mal mit für den Sommer, weil ich finde diese fruchtigen Düfte im Sommer immer richtig schön. Und ich weiß nicht, ob ihr das entdeckt habt, die haben ja auch gerade die Disney-Reihe, auch Tuchmasken und so weiter, hatte ich ja tatsächlich auch schon mal getestet. Schaut sonst mal ein paar Videos zurück. Aber wie süß ist das bitte? Und ich finde auch die Sachen, also auch die Duschschäume und so, die rochen wirklich immer richtig gut. Also die Disney-Reihe kann man auf jeden Fall austesten, finde ich. Es gibt eigentlich auch immer voll schönen Schmuck hier. Also wenn man mal irgendwie Schmuck braucht, sollte man auch bei DM immer mal wieder gucken, weil die Auswahl hier schon schön ist. Und die sind halt nicht teuer. Und es gibt halt immer abgefahrene andere Sachen. Ich finde zum Beispiel ja auch gerade die Haarspangen bei DM richtig schön, aber auch Ringe und so. Gibt es echt immer hübsche Sachen, aber ich habe einen Ring. Und dann gehen wir zu den Make-up-Sachen. Oh, ich habe gerade schon eine Sache gesehen, die ist hier um die Ecke. Oh, Maybelline hat ja auch die neuen Sunkisser Liquid Blush und Bronzer rausgebracht. Die sind so schön. Ich habe hier die Farbe Uptown Girl getestet. Das ist wirklich so ein schöner Blush gewesen, also mega schön. Ich bin im Überlegen, ob ich jetzt irgendwie nochmal, guck mal, den gibt es aber auch schon gar nicht mehr. Es gibt nur noch einen einzigen Blush. Den Bronzer würde ich auch nochmal gerne austesten. Vielleicht ist der da später im Maybelline-Regal, dann können wir nochmal gucken. Aber der Blush, der sah richtig schick aus. Aber was ich entdeckt habe, es gibt hier neu Selbstbräunungsprodukte und zwar von Manhattan. Einmal die matte Version, da gibt es tatsächlich mehr von, also die scheint als beliebter eingeschätzt zu werden. Ich würde tatsächlich aber die Schimmerversion nehmen. Und das ist von Manhattan Schimmer Sofortbräuner in Schimmer statt im Matt und in Light. Und der soll sich innerhalb von 24 Stunden auswaschen lassen und zu 94% aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Den testen wir auch einfach mal aus. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Vor allem kann ich mir das sehr schön auch für die Beine oder so vorstellen, wenn man mal ein Kleid oder eine kurze Hose oder so trägt oder einen Rock. Dann mal gucken. Aber es sieht nicht so aus, als würde es den Bronzer oder Blush in Liquid noch im Maybelline-Regal geben. Also sehr beliebt, komplett ausverkauft. Kann ich auch verstehen, ist ja auch wirklich ein richtig schönes Produkt gewesen. Da muss ich dann irgendwann anders noch mal gucken. Aber den Bronzer will ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Oh, hier bin ich am Überlegen, das noch mal mitzunehmen. Es gibt ja auch die Argan-Reihe neu. Das Reinigungsöl hier hatte ich ja schon getestet. Es gibt zum Beispiel auch ein Volumenpuder, wovon ich jetzt nicht so viel halte. Also Volumenpuder mag ich generell ja nicht so gerne. Es gibt hier aber auch noch die Tuchmaske, die sehr reichhaltig und pflegend war. Also für trockene Haut ist die wirklich ideal. Ich finde vielleicht aber eher so im Herbst oder Winter, wenn die Haut eh schon ein bisschen trockener wird.
Und ich bin am Überlegen, uns den Duschschaum hier mitzunehmen mit Arganöl. Der Geruch ist halt mega schön und Arganöl ist sehr pflegend. Was meinst du, soll ich den mitnehmen? Ja. Sehr gut, dann nehmen wir den einmal mit. Und den hier hatte ich ja übrigens ausprobiert mit dem Bambi drauf. Der roch richtig gut und der war auch richtig schön pflegend. Also ganz schön gewesen. Den brauchen wir gerade zum Beispiel auch noch zu Hause auf. Rival de Loop hat hier eine neue L.E., die sehr abgespaced aussieht. Oh, es gibt hier ein neues Schimmerspray. Radiant Flower Glowing Spray. Das heißt, man kann das über das Make-up geben. Sieht irgendwie voll interessant aus, ne? Also sieht so richtig schön glowy aus. Ich glaube, das nehme ich tatsächlich auch nochmal zum Testen mit. Und dann gibt es hier noch einen Bronzing Stick, der tatsächlich auch schon komplett ausverkauft ist. Puder. Die anderen Produkte sprechen mich jetzt nicht so krass an. Hier noch ein Fluffy Powder Puff. Ich finde, also schreibt gerne mal in die Kommentare, tragt ihr euren Puder mit so einem Powderpuff auf oder nutzt ihr einen Pinsel? Weil ich bin voll Team Pinsel und komme mit diesem Powderpuff irgendwie nicht so gut zurecht. Das macht das Make-up bei mir zu trocken und zu, also es sitzt bei mir dann ganz anders auf dem Gesicht. Deswegen Pinsel sind eindeutig so meine Wahl. Und hier sind die Isana Masken und Augenpads in der Disney-Version. Die sind auch so süß und auch schon sehr vergriffen. Ne? Die sind auch richtig beliebt. Aber wie süß die einfach sind. Die Augenpads fand ich aber tatsächlich nicht so gut. Also da hätte man sich das Geld leider sparen können, finde ich. Von Essence gibt es jetzt nicht so viele neue, interessante Produkte. Was ich aber tatsächlich mitnehme, sind die Hydro Gel Eye Patches. Und ich finde die halt immer ganz cool, um die morgens auf die Augenpartie zu klatschen. Weil jetzt zum Beispiel ist es auch gerade 9 Uhr und ich sehe morgens immer so verschlafen aus, wenn ich jetzt nicht unbedingt geschminkt bin. Ne? Jetzt bin ich geschminkt. Aber die sind halt nicht teuer und die machen trotzdem einen schönen Effekt, finde ich. Also die Schwellung geht zurück, die Augen werden gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgt. Deswegen die nehme ich nochmal mit, weil die echt schön günstig sind. Und hier sind immer 30 Paar drin. Also richtig viel für den Preis. Es gibt hier auch ja noch eine Generation Joy LE von Catrice. Sieht sehr abgespaced aus, also eher bunte Farben. Ist jetzt tatsächlich gar nicht so mein Geschmack. Gibt hier auch noch eine Mascara. Aber ich würde sagen, irgendwas nehmen wir auf jeden Fall davon mit, um das zu testen. Was haben wir hier? Magic Skin Perfector. Den können wir mal mitnehmen. Weil eine Grundierung, die vor vorzeitiger Hautalterung schützt. Also auch Feuchtigkeit spenden. Da bin ich echt gespannt drauf, wie die sich so anfühlt auf der Haut, wie die so sein wird. Es gibt hier auch noch einen Blush- und Highlighter-Stick in zwei verschiedenen Farben. Die orangene Version ist tatsächlich hier schon, sagt die Orange oder Orange? Ich weiß, man sagt, glaube ich, Orange. Orange. Ich sage immer Orange. Die orange Version ist auf jeden Fall schon komplett ausverkauft. Und die andere Version ist mir auch zu dunkel. Ist jetzt nicht so persönlich mein Geschmack. Ist das ein Lip Liner? Ein Lip Liner. Okay, die Farbe sieht mega nice aus. In der Farbe Real Rosewood. Sieht, finde ich, sehr schön aus von der Farbe. Halt so richtig schön schlicht. Ich glaube, das könnte ein richtig schönes, natürliches Rosa auf den Lippen sein. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal unseren Liquid Balancer hier mit von NOR Cosmetics. Den nutzen wir beide echt immer ganz gerne. Meistens immer morgens zum Refreshen. Das ist halt jetzt nicht so eine krasse Pflege. Und der unterstützt das Hautmikrobiom, beruhigt sensible Haut und mildert Rötung. Also ist eigentlich immer echt perfekt, auch wenn man gerade wirklich so Rötung und Unreinheiten hat, finde ich. Was gibt es hier noch Schönes? Ich liebe ja übrigens hier auch von Alterra das Gesichtswasser Bio Rose. Das ist auch richtig schön. Ich finde, das ist eine schöne, günstige Alternative zu dem Rosens Rosenwasser. Oh, es gibt hier auch noch Hydrogel Augenpads von Alterra, die habe ich auch noch nie getestet. Da werde ich auch noch mal zwei für uns mitnehmen. Ich finde, Augenpads kann man wirklich immer gebrauchen. 1,69 ist ein bisschen teurer, wenn man das vergleicht mit Essence. Aber teste ich jetzt einfach mal aus. Die sehen auf jeden Fall echt ganz schön aus. Ihr wisst ja, ich bin ja absolut in Schwärmen von dem Balea Wundreibstick. Den habe ich ja zum Beispiel auch hier komplett eingeschmiert für die Hochzeit, damit das Kleid halt nicht so rubbelt, weil ich habe da immer ja sehr empfindliche Haut. Es gibt den Wundreibstick hier auch in etwas teurer. Ich habe den aber noch nicht ausprobiert. Von SummerSafe. Die waren hier auch bei der Höhle der Löwen. Das ist vielleicht auch noch mal eine Variante, falls ihr da wirklich richtig krasse Probleme mit habt. Ich finde den von Balea wirklich schon gut und ausreichend. Aber theoretisch gibt es den noch mal in teuer. Hatte ich nämlich letztens schon hier bei Rossmann entdeckt. Und was ich tatsächlich noch einmal mitnehmen werde, sind von Kiss die Impress Wimpern in Volume. Die finde ich echt immer richtig schön vom Look her. Es gibt die ja noch in Natural, die dann so ein bisschen natürlicher aussehen. Dann auch noch mal in, ich glaube, die heißen, oh Gott, Spooky? Nee, Spooky heißen die nicht. Auf jeden Fall extremer. Die habe ich heute sogar drauf, zwei davon. Die sind halt immer sehr extrem und ein bisschen dicker.
Aber die Volume-Wimpern sind halt genau die perfekte Mitte. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Die hatte ich auch übrigens an der Hochzeit drauf. Und die legt man sich einfach nur so unten rauf. Und die kleben von alleine und die halten auch den ganzen Tag. Also ich finde die wirklich super. Deswegen, Volume ist tatsächlich so mein Favorite, aber auch die anderen sind wirklich spiky. Spiky heißen die. Spooky hatte ich eben gesagt. Spiky. Schön spooky. Genre, dieses Regal zieht mich immer magisch an, wenn ich bei Rossmann bin. Wie schön sieht dieses Regal immer aus. Hier auch die Heavenly Hand and Body Balms. Die sind auch immer richtig krass schön. Also ich muss sagen, ich mag wirklich alle Sachen von Jean & Lain, die ich bis jetzt getestet habe. Ich habe zwar noch nicht alle getestet, aber die riechen alle so gut. Auch die Duschschäume sind richtig toll. Was ist das? Ah, die haben sogar Peelings jetzt. Die habe ich zum Beispiel noch gar nicht ausprobiert, die Peelings. Was meinst du? Rosmarin Ginger, Rosmarin Ingwer oder Kardamom Tonka? Kardamom. Ja, ne? Oh, da bin ich gespannt drauf, da freue ich mich. Kardamom Tonka haben wir auch gerade als Seife zu Hause. Riecht so gut. Ich habe hier gerade noch etwas entdeckt, das hatte ich letztens schon gesehen, das ist auch recht neu bei Rossmann. Es gibt hier eine neue Fußwohl Edition. Die bleiben aber auch länger, also das ist keine Limited Edition. Und ich glaube, ich nehme die Fußbutter einmal mit. Reichhaltige Pflege für geschmeidige Haut mit Shea-Butter und Avocadoöl. Ich nutze immer richtig gern so eine Fußbutter vorm Schlafengehen, um mich einzucremen. Es gibt hier, das fand ich aber auch cool, es gibt ein Fuß- und Schuh-Deo. Könnte man auch theoretisch mitnehmen, um das mal auszutesten. Es gibt hier aber auch noch eine Fußmaske, aber die nehme ich nicht mit. Ich bin tatsächlich gar nicht so ein Fan von Fußmasken. Aber das Schuh- und Fußdeo könnte man auf jeden Fall mal austesten, vor allem auch für den Sommer, falls man mal Sneaker anhat und auch irgendwas anfangen sollte zu riechen. Und die Fußbutter nutze ich halt, wie gesagt, vorm Schlafengehen richtig gerne, creme ich dann einfach davor ein und dann am nächsten Morgen wacht man mit schönen, weichen, gepflegten Füßen auf. Es gibt hier auch immer die Duschgele von Jean & Lain. Die sehen auch immer richtig schön aus, finde ich. Auch so eine große Auswahl. Maracuja Pfirsich klingt ja richtig gut. Ich glaube, das nehme ich auch einfach nochmal mit, um das auszutesten. Können wir dann auch im Live-Test-Video auf jeden Fall mal testen. Ist jetzt nicht so unbedingt neu, aber ich finde, solche Sachen sind ja eigentlich auch mal schön, um da irgendwie so einen Test zu haben, wie der Geruch auch riecht und ob das was taugt und so. Das hier ist ja richtig süß. Eine Cremedusche, das ist eine Limited Edition. Mit dir ist das Leben schön. Das ist richtig schön, um das zu verschenken. Vor allem auch für alle, die irgendwie vielleicht einen Dackel haben oder generell Hunde mögen, ist das echt eine schöne Idee. Was wir aber noch brauchen, sind Wattepads und Mundspülung. Wollen wir wieder die nehmen, die wir sonst immer nehmen, die lilane? Ja. Es gibt hier sogar, die kenne ich gar nicht, Advanced White, milder Geschmack. Nee, die Lederne. Dann nehmen wir die Lederne wieder mit. Es gibt ja auch immer richtig interessante Haarpflegeprodukte von Isana. Und ich habe hier gerade schon gesehen, warte, wo war's? Es gibt so eine Juicy Peach-Reihe und ich bin ja ein absoluter Peach-Fan. Es gibt hier einmal das Volumenpuder, aber da bin ich ja nicht so ein großer Fan von. Es gibt hier aber auch noch Juicy Peach Haarparfüm. Oh mein Gott. Mit verführerischem Pfirsichduft. Riecht man schon was durch? Ich hoffe es eh. Oh, man riecht schon ein bisschen. Riech mal. Oh ja, ist gut. Riecht richtig gut. Ich glaube, das nehme ich nochmal mit. Ja. Es gibt hier sogar so einen Summer-Stand mit einem Kimono, mit einem Hut. Hier von Six. Die kennt man doch auch. Und sogar, oh, scheiße. Sogar in Weiß ein Kimono für den Strand bzw. für den Sommer. Auch richtig schön. Richtig süße Sachen. Tasche, Haarbänder, sogar hier mit Muscheln. Es ist ein... Ah, das sind so Spangen, also richtig süße Sachen für den Sommer. Wir lassen uns nicht ablenken, wir suchen immer noch, da sind die Wattepads. Dann nehmen wir jetzt nochmal tatsächlich zwei Packungen mit, weil die kann man immer gebrauchen und wir kaufen die viel zu selten. Und immer steht man dann mal da und denkt sich, ich brauche jetzt ein Wattepad und dann hat man halt nichts. Guck mal, es gibt hier sogar Silikon-Ohrreiniger, gut für Ohr und Umwelt, sicher, weich und wiederverwendbar. Habt ihr davon schon mal was gehört? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr da irgendwie Erfahrungen zu habt, ob die was taugen oder nicht. Ich bin da so voll vorsichtig bei sowas, also bin ich mal gespannt. Da werdet ihr, falls ihr das schon mal ausgetestet habt, wahrscheinlich noch ganz vielen anderen hier aus der Community weiterhelfen, weil das ja echt ein interessantes Thema ist. Und ich glaube, man für 6,95 Euro kauft man das nicht einfach, sondern möchte gerne Erfahrungsberichte hören, also schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich mache nächstes Mal dann so einen Mischmasch mit
DM und Rossmann Sachen im Live-Test. Ja, wir haben echt schon schöne Sachen. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall fündig geworden. Der Live-Test wird nächste Woche dann hier auf YouTube kommen, also schaut da auch gerne vorbei. Jetzt kommt natürlich wieder der schöne Wind in Hamburg. Über euer Feedback in den Kommentaren gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns immer Mittwoch und Sonntag um 18:30 Uhr zu einem neuen Video hier wieder. Bis dann, ciao!